Am letzten Sonntag entschied sich in der Oberhausener Willi-Juristen-Halle die diesjährige Hallenmeisterschaft. Im ersten Halbfinale des Tages standen sich Arminia Klosterhardt und Adler Osterfeld gegenüber. Unter der Leitung von Trainer Michael Lorenz setzten sich die Arminen deutlich mit einem 6:0 durch und sicherten sich das erste Finalticket. Das zweite Halbfinale bestritt Blau-Weiß gegen VfR Oberhausen. Durch zwei späte Tore erhöhten die Blau-Weißen auf ein klares 3:0 und zogen ebenfalls ins Endspiel ein. Doch bevor sich entschied, wer den Wanderpokal mit in sein Vereinsheim nehmen darf, wurde beim 9-Meter-Schießen der dritte Platz der Hallenmeisterschaften vergeben. Hier setzte sich der VfR Oberhausen mit einem 4:3 gegen Adler Osterfeld durch. Das Finale sollte für die Zuschauer ein wahrer Fußballkrimi werden. Erst eine Sekunde vor Abpfiff entschied Oliver Nötzl mit seinem Tor zum 3:2 die packende Partie. Revier Sport. Ehrlich, echt.